Ups. Was müssen wir denn da reinhauen? Kobalt. Hatten wir doch, oder nicht? Haben wir da nicht 25 von einem Raumschiff gehabt? Nee, nicht so viel, leider. Auch nicht. Du wirkst jetzt, krieg ich Projektile. Soll ich nochmal versuchen hinzufliegen? Ah, wir gucken mal, vielleicht können wir hier auch handeln. Oh lol. Hätte ich schon ein bisschen mehr Platz, ne? Aber. Scan-Reichweite vor allen Dingen. Oh lol. Leider nicht genug Kohle hier. Müssen wir nochmal gucken in den neuen. Geek gelernt. Ah, okay. Was hat er? Technologie Kaufmann. Also, man kann einmal Baupläne kaufen. Ich bin da nicht. Das hier wäre natürlich sowas, was so ganz geil wäre. Oder man kann Upgrades kaufen, wo man irgendwie drei Stück aneinander hängen kann und dann kriegt man dann noch irgendwie Bonuspunkte oder sowas. Hä? Ey, hier ist irgendwie anders. Ja. Okay, nee, hier ist das irgendwie anders. Dann ist das auf der Raumstation dann. Halt. Konnte ich hier doch noch hin, oder? Hä? Zwei Ausgänge oder was? Ah, okay. Fünf Wörter gelernt. Fünf Stück. Hoffen wir mal, dass wir hier noch irgendwie was kriegen. Irgendwas. Ups, das war zu schnell. Oh, mein Ansehen hat sich verbessert. Cool. Schiff. Okay. Fangen wir jetzt aber nicht nach. Wir gucken jetzt nochmal eben schnell, ob die Tür jetzt hier heile ist oder ob die jetzt broken ist. Können wir nochmal gucken, ob wir da nochmal rausschießen können. Ne, die ist wieder ganz schade. Aber da reichen dann so
Schuss noch nicht. Da müssen wir noch mal ein paar Schuss mitnehmen. Wir wissen aber ungefähr, wo das ist, ne? Kann man sich das hier irgendwie markieren? Nee, leider nicht, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Stückchen. Dann fliegen wir zu unserem Signal, wollte ich gerade sagen. Und Feuer! Oh lol! So nah an dem Planeten konnte ich das noch nicht abfeuern. Geh mal rein. Oh, wow. Piu, piu, piu. Ach nee, war ein anderes Game. Ja, das war ein anderes Game. So, wir schauen uns jetzt erstmal ein bisschen um hier. Wir können nämlich einige Sachen machen. Wo gehen wir zuerst hin? Hier? Oh, hier sind irgendwie Daten. Schlüsselt. Oh. Ich hab mein Inventar voll. Haha! Ja, machen wir halt was anderes. Machen wir das anders. Wir machen uns erstmal jetzt schick. Ziehen uns jetzt erstmal um und machen unsere Kreatur. Da kommen wir nämlich mal erst ein bisschen später hin. Was ein bisschen komisch ist. Ich glaube, wir werden nämlich Geek. Das fand ich beim letzten Mal schon ganz lustig. Achso, das sind hier so vorgemachte Dinger. Wir wollen hier aber Geek-Volk. Gucken wir mal, was wir hier noch so... Oh nein. Tut mir sorry. Okay, das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich mache den auch so wie in dem anderen, so ungefähr. Wenn ich das wieder hinkriege, ich weiß es nicht. Fand den aber so ganz schön lustig. Was ich mich nur frage gerade, welches ich da genau. Ich glaube das, ich bin mir nicht sicher. So. Bisschen mehr vom Schnabel oder so, ne? Den können wir hier so eine Tätowierung ranmachen. Augen brauchen wir nicht. So glubschig, ne? Mach das so. Mach das einfach so. Stiefel? Das sieht irgendwie aus wie Weltraum-Nikes. So die hier, ne? Ja.
Rucksack. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Aber ich glaube, das machen wir auch so. Aber den machen wir, glaube ich, mehr in... Doch, wir sind dunkler. Was haben wir hier? Das... Ach, das sind die Teile. So. Geht das so? Kann man den so lassen? So, wir sind jetzt hier so ein kleiner Geek. Yay, yay, yay. So, dann können wir nämlich jetzt die einzelnen Sachen erstmal verkaufen. Dann gehen wir nämlich erstmal rüber. Boah, das sieht geil aus. Wollen wir mal gucken und mal fragen, was das kostet? Klasse C. Hyperantrieb, Reichweite gar nicht. Okay, das ist dann für so ein, ja, ein Jäger halt. Preis verhandeln. Oha, das ist ja auch richtig teuer. Aber der hat auch viel mehr Platz. Aber sieht cool aus. Das sieht auch irgendwie geil aus. Hat auch was. Können wir mal gucken, was der so sagt. Auch ein Jäger. Ja, moin, wir schnacken gleich mit euch, ja? So, zack. Wir wollen nämlich erstmal verkaufen, schnell. Und zwar verkaufen, genau. Wieso habe ich denn jetzt 200 noch was? Doch noch einschießen können. Die Würfel, die könnten wir... Brauchen wir halt für nix. Warum sagt der mir, dass das... Aber egal, erstmal weg. Brauchen ihr Platz. Glas können wir noch verkaufen. Das Kupfer, tschüss. Junge, lassen wir mal was von über, wa? Das ist doch ganz verkauft? Nee, ne? C. Da haben wir nämlich das Raumschiff. Da könnten wir nämlich das Silber... Ja, das brauchen wir gerade nicht, bin ich der Meinung. Zack. Das brauchen wir gerade auch nicht. Das Gold könnte man noch gebrauchen. Das ist auf jeden Fall... Torpid. So, dann hätten wir auf jeden Fall erstmal wieder Platz. Das Ding macht nichts, oder was? Nö. Okay. Dann wuscheln wir uns hier mal ein bisschen durch die Leute hier erstmal. Gut wiederholen. Wir sind hier immer noch auf dem Weg, eigentlich wegen der Mission hier. Hallo.
Versuchen wir das bei dir nochmal? Nee. Du mit deinem komischen Deckel. Okay. In Form eines generellen roten Lichtes ist um die Rübe geworfen. Okay. Lebenszeichen entdeckt. Wir haben's. Wir haben's. So, und jetzt kann man nämlich. Achso, nee, kann man nicht. Toll, ich habe nicht mal was dafür gekriegt. Okay, Geek. So, was machen wir denn? Die Hilfe. Machen wir das so. Wütiter. Okay. Schauen wir mal, was die drei hier zu sagen haben. Sabbat sehr ein wenig. Der sabbat ein wenig. Einfach nur um Hilfe bitten, erstmal. Ich habe nichts. Moment. Zerstören gelernt. Ah. Freund. Cool. Oh. Können die bald verstehen und so. Nach dem Weg fragen oder machen wir nochmal Dialektfragen? Machen wir nochmal eine Dialektfragen. Zweiflung, alles klar. Wenn ich jetzt zu euch nochmal hingehe, ihr macht nur wieder das gleiche, ne, oder? Weil ich mit euch eine Interaktion hatte wahrscheinlich. Okay. So, dann gucken wir mal, was hier alles so ist. Hier haben wir den Verfalter. Der will mich nicht haben. Das ist hier, glaube ich, das Gildending. Ja. Teleporter? Okay. Nein, der fliegt gerade weg. Oh. Nochmal ein Meilenstein. Ah, wir haben ja jetzt wieder genug Platz. Wir könnten denn die Daten hier einmal einpacken? Alter. Wie viele Meilensteine? Haben wir es jetzt? Danke. So, was machen wir denn? Wir gucken mal, was er hier sagt. Nach dem Weg fragen diesmal. Handelsposten. Warte mal was. Was hast du so für mich? Auftrag gekriegt, okay.
könnte ich nochmal handeln. Das war, glaube ich, das Ding zum Handeln ganz normal immer. Sonst ist hier nichts mehr. No. Dann wuscheln wir uns hier mal durch. Und zwar haben wir hier nochmal einen, der hier immer diese Waffen im Angebot hat. Scannerreichweite 260. Fuck. Mir fehlt noch ein bisschen. 260.000 Units. Wäre ja schon. Oh, schon besser. Aber ich zeige euch jetzt mal, was ich vorhin meinte. Oder was ich beim letzten Mal meinte. Und zwar. Sind das hier ja die ganzen normalen Baupläne, die ich meinte? Und dann hat man hier die Komponenten. Die Komponenten sehen nämlich meistens so aus. Und die musst du da ranbacken. Und dann kriegst du nämlich Plus. Alles klar, Eule. Hau rein. Gute Nacht und so. Schlaf gut. So, was haben wir hier noch? Technologiekaufmann. Genau, das Ding ist jetzt aber, wir hätten hier noch einen. Der ist, glaube ich, für Raketenstiefel, genau, für einen selber, für den Anzug und sowas. Und man kann hier hinten reingehen. Das habe ich vorher erst noch gar nicht gepeilt. Und da kann man sich nämlich Plätze kaufen. Zum Beispiel jetzt hier ein dazu. Der würde mich jetzt 5000 Units kosten. Oder hier halt, ne, im Technologieslot. Frachtslot. Sowas halt. Aber da könnten wir nochmal nachgucken. Wir wollen erstmal eben nochmal eben schnell die Sachen verkaufen. Vielleicht können wir ja noch die 60.000 zusammenkratzen. Weil eine andere Waffe wäre schon ziemlich vorteilhaft. Jo, den Meilenstein würde ich jetzt mal ganz kurz nicht sehen. Verkaufen. Kriegen wir noch irgendwie 60.000 zusammen hier? Mit irgendwas? Nee, nee, niemals. Schade. Das wäre ja was gewesen. Wir haben auf jeden Fall das Signal. Fliegen wir erstmal wieder zurück. Boah. Ja, dem würde ich gerne mal wissen, was so los ist. Boah! 31 Plätze. Ah. Wäre auch gar nicht mal so teuer gewesen. 17.800. 1000? Nee, 17 Millionen. Oh, ist doch ein bisschen teuer. Ist doch ein bisschen teuer! Wir folgen unserem Signal. Oh, lol. Au! Das sehe ich jetzt. Wow, das ist aber nur ein C. 6 Millionen trotzdem noch. Aber groß. Kann man die Plätze eigentlich auch freischalten oder freikaufen wieder? Das wäre mal, das wüsste ich noch nicht. Das wäre mal interessant, ob man sich die Plätze im Flieger denn auch wieder freischalten kann. Boah, der ist aber auch groß.
Das ist nicht mal ein Frachter. So, vom Aussehen her hat er Platz. Und der ist C. Alter, 44 Millionen. So, alles klar. Das heißt dann wohl... Nani taufen, Nani taufen, Nani taufen.